Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, dem 8. Jänner. Mein Name ist Margit Draxl, ich bin die Pressesprecherin des Gesundheitsministers und ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem aus dem Gesundheitsministerium. Ich danke vor allem gleich zu Beginn Deli Lilmas und Frau Zapletal für die Übersetzung in Gebärdensprache. Ich begrüße die Frau Dr. Monika Redelberger-Fritz heute wieder mal bei uns. Auch schön, dass sie wieder da ist. Und den Anfang macht der Gesundheitsminister. Rudi Anschober, bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir möchten Ihnen heute einfach einen Überblick geben, wie die Situation derzeit aus Expertinnensicht einzuschätzen ist, inklusive der Fragestellung der Virusmutationen. Sie wissen, es gibt ja viele Mutationen, aber wir haben zwei sehr spezifische, den Virus, der in Großbritannien offensichtlich entstanden ist, B.1.1.7 und gleichzeitig auch den Virus, der in Südafrika seine Abstammung hat. Wir haben in den letzten Tagen eine sehr wichtige Nachricht seitens der Weltgesundheitsorganisation erhalten und die hat formuliert, die nächsten Wochen und Monate werden noch recht schwierige Monate, was die Pandemie, die globale Pandemie betrifft, und zwar aus unterschiedlichen Ursachen. Wir befinden uns mitten in der kältesten Jahreszeit. Wir haben die Situation, dass wir damit in geschlossenen Räumen hauptsächlich sind, also die Rahmenbedingungen, die seit Herbst gelten und die es für uns schwierig machen, was die Virusbekämpfung betrifft und was die Rahmenbedingungen, die uns vor allem besonders vorsichtig werden lassen müssen. Punkt 1 und Punkt 2, auch die Tatsache, dass wir in manchen Ländern eine Entwicklung erleben, wo das entsprechende die entsprechende Virusmutation eine ernsthafte, tatsächliche Problematik bereits jetzt darstellt. Das ist die Situation in Großbritannien. Sie wissen, dort Ausbreitungen nach unserem Wissensstand seit September, wissenschaftlich klar erfasst mit großen Studien, dann unmittelbar vor Weihnachten. Und diesen Zeitvorsprung in einem gewissen Sinn, den wir da haben, den wollen wir natürlich bestmöglich nutzen. Und das, was die Weltgesundheitsorganisation für die globale Situation gemeint hat, das sehen wir auch für Österreich. Die nächsten Wochen und Monate werden noch schwierig. Dann sollte es mit steigenden Temperaturen und dem schrittweisen Greifen der Impfungen, je höher die Impfrate dann ist, desto besser, sollte es Schritt für Schritt etwas einfacher und besser werden. Das klare Ziel, bei dem wir sind, und die klare Strategie, mit der wir in Österreich arbeiten, bleibt konsequent weiter in Umsetzung. Sie wissen es, der Dreischritt unserer mittelfristigen Konzeption heißt, Infektionswerte reduzieren mit dem aktuellen Lockdown und anderen Maßnahmen. Zweitens, die Testungen massiv ausbauen. Wir sind mitten dabei. Und drittens, die Impfungen schrittweise aufbauen und vorantreiben, entsprechend den Möglichkeiten, die uns die Zulassungsgenehmigungsverfahren der Europäischen Union bzw. der EMA geben und abhängig von den Liefermengen, die nach Österreich zugestellt werden können. Wie schaut es aus bei diesen drei Bereichen? Infektionswerte reduzieren. Wir haben immer gewusst, die erste Jännerwoche wird noch einmal deutlich gekennzeichnet sein durch die Feiertage auf der einen Seite, 24., 25. und durch Silvester natürlich auch in einem gewissen Sinn. Das hat sich in den vergangenen Tagen gezeigt. Wir rechnen damit, dass es ab diesem Zeitpunkt der nächsten Tage dann mit nächster Woche doch schrittweise zu einer deutlichen Reduktion kommen muss. Das ist ganz entscheidend, ganz wichtig. Wir werden Ihnen deswegen auch heute die aktuellen uns vorliegenden Prognosen darstellen, wie das mittelfristig im Detail aussieht. Die Infektionszahlen müssen also weiter runter. Das ist das erklärte Ziel, das zu erreichen ist. Das heißt, uns bleiben jetzt noch 2 Wochen. Schlusssprint im Bereich des Lockdowns, diesen bestmöglich nutzen, damit wir hier schrittweise weiter runterkommen. Das liegt an uns allen, diesen Lockdown dafür zu nutzen, dass die Infektionszahlen tatsächlich schrittweise jetzt noch massiv gesenkt werden. Wo sind wir heute mit den aktuellen Zahlen? Wir sind heute bei einem Neuinfektionswert, der heute Morgen eingemeldet wurde seitens der Bundesländer,
von 2063, also noch knapp über der 2000er Grenze. Das muss jetzt in den nächsten Tagen deutlich schrittweise runter und ich bin optimistisch, dass das auch runtergehen wird. Noch einmal der Verweis auf die Prognosen. Wir hatten heute, also in den letzten 24 Stunden, gleichzeitig 2314 Neugenesene. Wir sind in einer recht stabilen Situation, was die Normalbetten betrifft, heute genau 2000. Menschen mit Covid-Erkrankungen im Spitalsbereich in den Normalabteilungen und 371 in der intensivmedizinischen Betreuung dazu. Das heißt in Summe 2371, die in Spitalsbehandlung, Spitalspflege sind. Das ist ein deutlicher Rückgang. Die Europäische Union hat gestern eine Statistik über die intensivmedizinische Betreuung in allen EU-Mitgliedstaaten, den Trend, Zunahme, Abnahme etc. Vorgelegt. Und da sehen wir, dass wir eines der ganz wenigen EU-Länder sind, die seit 5. Dezember, glaube ich, hat die Statistik begonnen, bis jetzt einen deutlichen Rückgang der ICU-Betten hat. Viele Länder innerhalb der Europäischen Union haben hier starke Zuwächse. Nach wie vor zu hoch in Österreich die Zahl der Todesfälle mit eingemeldeten 73 in den letzten 24 Stunden. Das ist der Bereich Punkt 1, der Strategie, Infektionswerte deutlich runterbringen. Der zweite Bereich ist die Testung, sind die Testungen. Sie wissen, wir bauen die Antigentests ganz massiv aus. Es passieren täglich Zehntausende Antigentestungen. Die Zahl der PCR-Tests schaut deswegen auf den ersten Blick etwas reduzierter aus, weil sich der Schwerpunkt auf die Antigentests schrittweise verschiebt. Aber wir haben immer, wenn es einen positiven Antigentest gibt, den Zusatztest mit PCR. Und deswegen ist es so, dass sich da auch die Positivrate etwas verschiebt und kumuliert in der Darstellung, weil wir damit eine konzentriertere Situation bei den PCR-Tests vorfinden und haben. Wir werden diese Testungen vor allem auch, wie Sie wissen, in zwei Bereiche ausdehnen. Das ist zumindest unser Ziel, unsere Absicht, nämlich einerseits die Berufsgruppentestungen und zweitens die Zugangstestungen, die entsprechenden Gesetzesentwürfe werden wie paktiert heute im Laufe des Tages den Oppositionsparteien übermittelt. Und ich hoffe sehr, dass das produktive Gespräch, das wir am Beginn der Woche gemeinsam hatten, dazu führt, dass wir da einen guten Arbeitsprozess dann im Laufe der nächsten Woche haben, um hier das zu ermöglichen, was eigentlich in einem weiten Bereich ein Grundkonsens ist, dass es Sinn macht und dass es notwendig ist. Dritter Bereich, die Impfungen. Im Bereich der Impfungen, Sie wissen es, haben wir eine sehr positive Pilotphase hinter uns gebracht. Die Pilotphase, die uns gezeigt hat, Logistik funktioniert in den Alten- und Pflegeheimen, die unsere erste Priorität sind, funktioniert auch. Dieser Prozess, dieser Arbeitsprozess, der nicht einfach ist für die dortigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, heißt vor allem, was die Zustimmungsschreiben betrifft, die Zustimmungserklärungen betrifft, da vor allem problematisch, wo es zum Teil um Menschen mit Demenzerkrankungen geht, wo es um Sachwalterschaften geht. Das ist alles für die Mitarbeiter dort keine einfache Sache, aber hat sich gut eingespielt, hat gut begonnen. Und was mich am meisten freut, die Berichte, was die Verträglichkeit betrifft, sind durchaus positiv. Das heißt, das, was manche befürchtet haben, dass diese leichten Nebenwirkungen häufig auftreten, das ist bisher nach unseren bisherigen Rückmeldungen nicht der Fall. Das ist gut. Deswegen konnten wir jetzt noch einmal stärker in die Auslieferung gehen, was die Impfungen betrifft. Es bleibt dabei, wir werden bis Ende der Woche bis zu also knapp 30.000 Impfungen realisiert haben. Und ich habe soeben hereingekriegt, die aktuellen Bestellzahlen ab Montag, Dienstag ist ja dann der Tag des großen Ausrollens unserer Impfungen, sind bereits weit über 42.000 zusätzliche Einmeldungen
für Dosen hier. Und das wird stündlich jetzt deutlich mehr und wird sich noch vervielfachen in dem Zusammenhang. Das sind die drei Schritte, die wir weiter konsequent fortsetzen wollen. Und dann wollen wir Sie heute informieren über unsere aktuelle Einschätzung, was das Zusatzrisiko betrifft, durch die Ausbreitung von Mutationen, speziell von B.1.1.7. Da haben wir de facto drei Antworten, auf die wir uns konzentrieren wollen. Erstens auf die Kontrolle der Ausbreitung, das heißt, wir wollen die Sequenzierungen massiv ausbauen. Das wird der Dr. Bergthaler uns heute präsentieren, was hier technisch jetzt mittlerweile möglich ist und wo wir ansetzen wollen in Österreich. Das zweite ist, wir wollen natürlich die sehr rigorosen Einreisebeschränkungen und Einreisekontrollen für den Flugverkehr aus Großbritannien bzw. aus Südafrika verlängern und fortsetzen. Auch das wird heute passieren, heute oder morgen passieren, bis wir machen da jeweils 2 Wochenschritte für die Verlängerungen. Und das dritte ist, in dieser Phase, ich habe gesagt, wir haben eine Art Zeitfenster, einen Zeitvorsprung jetzt im Vergleich zu Großbritannien, wo das Virus sich innerhalb von wenigen Monaten sehr stark aufgebaut hat. In diesem Zeitfenster wird es darum gehen, dass wir die Ausbreitung möglichst lange hinauszögern. Und wie können wir das tun? Einfach durch sehr, sehr konsequente Schutzmaßnahmen, dadurch, dass wir hier noch bewusster, vorsichtiger bei all diesen Grundregeln, die immer so selbstverständlich klingen, es aber nicht sind in Wirklichkeit. Das sind die Schlüssel. Der Mund-Nasen-Schutz, der Mindestabstand, die Hygienemaßnahmen. Das konsequent zu realisieren, ist auch die beste Antwort auf B.1.1.7, um hier Ausbreitungen möglichst zu reduzieren, zu verringern, zum Schutz von uns allen. Vielen Dank. Ich darf nun ganz herzlich begrüßen Frau Dr. Monika Riedelberger-Fritz. Sie kennen sich hervorragend aus, ansonsten mit Influenzaviren, jetzt auch mit Coronaviren. Und sie wird uns jetzt einen Überblick darüber geben, was denn dieses neue Virus oder Variante, Mutation, wie es dann eigentlich korrekterweise heißt, sie wird das gut erklären, wie das bestellt ist in Österreich. Wie ist die Situation? Sehr gerne. Zunächst muss man ja sagen, dass die SARS-CoV-2-Viren, also die Verursacher der Covid-19-Erkrankung, RNA-Viren sind. RNA-Viren liegt prinzipiell immer zugrunde, dass sie sehr mutationsfreudig sind und dass sich die ständig verändern. Dementsprechend sind Mutationen im SARS-CoV-2-Virus jetzt nichts Überraschendes. Es war zu erwarten und auch im Prinzip niemals ein Grund zur Beunruhigung, wenn man richtig darauf schaut und wenn man diese Beobachtungen ständig macht und wenn man immer weiter beobachtet und das quasi eine gute Surveillance macht, eine Überwachung der zirkulierenden Viren. Und das ist eben ganz entscheidend, denn dass keine Mutationen auftreten, hätte uns eher verwundert, weil es eben ein RNA-Virus ist. Tatsache ist, diese Mutationen treten auf und wir wissen, welche Mutationen auftreten, weil sie eben international überwacht werden. Und diese internationale Überwachung ist ein ganz entscheidender Punkt, dass alle Länder ausreichende Sequenzierungen machen von den zirkulierenden Viren, um eben neu auftretende Mutationen frühzeitig zu erkennen und zu erfassen und diese Informationen dann auch rechtzeitig und sehr transparent mitteilen. Es gibt sehr viele Forschungsplattformen, nur zum Beispiel NextStrain oder GSET zu erwähnen, wo diese Forschungsdaten international sehr rasch und sehr transparent und sehr zeitnah ausgetauscht werden können. Und damit kann man auch international vergleichen, wo welches Virus und wo welche Variante und wo welche Mutante auftaucht. Diese Situation ist nichts Neues. Wir hatten eine ähnliche Situation vor Anfang letzten Jahres, als im Februar und Jänner schon einmal eine Mutation aufgetaucht ist, die die Eigenschaft hatte, eben schneller und besser übertragen werden zu können. Das war eben die Mutation D614G. Und von dieser Mutation ist es innerhalb von letztendlich 8 bis 12 Wochen, innerhalb von maximal 16 Wochen geschehen, dass das Virus oder dass diese neue ausgetretene Mutante das dominante Virus von der ganzen Welt letztendlich geworden ist. Und das ist jetzt der Ausgangspunkt für alle weiteren Varianten, sprich die alten Varianten von Dezember 2019 und Jänner 2020 gibt es gar nicht mehr, weil an und für sich dann ab März, April, Mai, Juni schon nur noch die neue Variante da war. Sprich, diese Situation ist nichts Unbekanntes, wir hatten das schon einmal. Und dementsprechend waren eben alle Überwachungsmaßnahmen
ausgerichtet, um neue Varianten zu entdecken. Das ist eben nur ein Geschehen, dass jetzt immer wieder Varianten aufgetaucht sind, immer wieder Mutationen aufgetaucht sind, die aber bisher kein Grund zur Besorgnis waren, bis eben im September oder respektive im Dezember oder dann retrospektiv eben bis September zurückverfolgt, in Großbritannien eine Variante aufgetaucht ist, die eben nicht nur eine, zwei oder fünf Mutationen hatte, sondern letztendlich 23 Mutationen, von denen 8 eben im Oberflächenprotein gelegen sind und diese Mutationen eben auch an Schlüsselpositionen stattgefunden haben. Schlüsselpositionen dahingehend, dass es einerseits einen Bereich in den Oberflächenproteinen des Virus betroffen hat, das dafür verantwortlich ist, dass das Virus besser an den Wirtszellrezeptor andocken kann, also einer sogenannten Rezeptorbindungsstelle. Das bewirkt, dass das Virus eben besser andocken kann, damit mehr Viren auch in Wirtszellen aufgenommen werden können und wenn mehr Viren aufgenommen werden können, auch mehr Zellen infiziert werden können. Damit kann wesentlich mehr Virus produziert werden und wenn wir mehr Virus produzieren und mehr Virus ausscheiden, das kennen wir alle, dann sind wir ein Superspreader und damit stecken wir einfach wesentlich mehr Leute an. Sprich, die Infektiosität dieses Virus hat sich da verändert, weil es ist eben jetzt infektiöser und zwar um 56% infektiöser, wie man mittlerweile festgestellt hat. Auf der anderen Seite gab es auch noch ein paar andere Mutationen, die in dieser Variante stattgefunden haben. Da geht es zum Beispiel um Deletionen, also sprich um Bruchstücke, die einfach herausgelöscht werden. Wir müssen uns vorstellen, dass diese Oberflächenproteine im Prinzip wie eine Perlenkette ausschauen und ein Teil von dieser Perlenkette ist einfach herausgelöscht worden. Und dieser Teil der Perlenkette war unglücklicherweise genau an einer Stelle, wo normalerweise die Antikörper vom Immunsystem angreifen. Und dementsprechend war da jetzt eben die Befürchtung, dass es eventuell dazu kommt, dass präformierte Antikörper, die man zum Beispiel durch eine Impfung hat, dann eben nicht mehr wirken können. Mittlerweile hat man dann schon sehr viele Studien gemacht und man weiß mittlerweile, dass dies Gott sei Dank jetzt nicht zugetroffen hat und dass die Impfungen, die wir jetzt verimpfen, auch gegen diese neue Großbritannien-Variante schützen. Das heißt nicht, dass es auch in Zukunft, den nächsten 5, 6, 7 Jahre so sein wird, aber in der jetzigen Situation ist es so, weil das Virus ändert sich ja dementsprechend ständig. Was man auch sagen muss, ist, dass das Virus eben einen ständigen neuen Namen bekommen hat. Das ist eine Frage, die an mich persönlich öfter gestellt worden ist. Wie heißt das Virus denn jetzt, diese neue Variante? Ursprünglich hieß sie VUI, das ist die Variant Under Investigation. Das ist eben eine neue Variante, die aufgetaucht ist, die man eben weiter untersucht hat. Aufgrund der Daten, die man erhoben hat, hat man gesehen, ups, da ist vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter. Man muss auf diese Variante besser aufpassen. Dementsprechend hat man sie dann umbenannt auf VOC für Variant of Concern. Und letztendlich gibt es auch noch die ganzen virologischen Nomenklaturen, die je nachdem, wer welche Nomenklatur macht, kann man von verschiedenen Linien und Glied sprechen. Sprich, wir kennen diese Variante auch als B1117 oder eben VUC oder VOC oder eben auch, wenn es für die Next-Gen-Nomenklatur ist, eben auch als GR-Variante und noch ein paar andere Mutationen dazu. Sprich, es sind sehr viele Namen für ein und das gleiche Virus. Bitte lassen Sie sich davon einfach nicht verwirren, weil es einfach im Moment von der Nomenklatur her in der Wissenschaft noch ein bisschen unruhig ist. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich jetzt sagen, was bedeutet denn das überhaupt? Ja, was hat denn das zu bedeuten? Wir haben jetzt eine neuere Variante, die eventuell ein Problem darstellen kann oder nicht. Wird sich die ausbreiten oder nicht? Und dementsprechend müssen wir uns das mal ganz genau anschauen. Was die Pathogenität betrifft, also die Schwere der Erkrankung, die dieses Virus verursacht, da haben wir keine Unterschiede gefunden. Was eben die Infektiosität betrifft, eben schon. Sprich, wenn wir das mal ganz kurz runterbrechen, wir haben 100 Personen, die mit der alten Variante infiziert sind und wir haben 100 Personen, die mit der neuen britischen VOC-Variante infiziert sind. Wenn wir diese beiden Gruppen miteinander vergleichen, dann sehen wir, dass die eine Gruppe nicht schwerer erkrankt als die andere, sprich wir haben nicht mehr Hospitalisierungen, wir haben nicht mehr Todesfälle und wir haben nicht schwere Infektionen. Sprich dahingehend, was die Schwere der Erkrankung, die Pathogenität betrifft, sind diese beiden vergleichbar und da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wo wir uns hingegen doch im Moment Sorgen machen, ist eben die Infektiosität, denn die sogenannte Secondary Attack Rate, also wie viele Personen von diesen 100 Personen weiterhin angesteckt werden, da haben wir in einer alten Gruppe werden 10% angesteckt von den Haushaltskontakten, während wir von dem neuen Virus, von der VOC-Kontakte 15,6% haben. Das hört sich im Moment nicht sehr viel an, ist aber ein statistisch signifikanter hoher Unterschied und bedingt eben, dass die Infektiositätsrate um 56% höher ist, sprich 56% mehr Menschen können damit infiziert werden. Und da stellt uns wiederum vor die Frage, ist denn das jetzt ein Problem, wenn wir
keine Pathogenitätsunterschiede haben. Bezüglich der Pathogenität, nein, kein Problem. Beziehungsweise Infektiosität, ja, wird ein Problem werden, wenn wir nicht aufpassen. Denn wenn es eben leichter übertragbar ist, wenn wir mehr Superspreader haben, haben wir auch mehr Erkrankte. Mehr Erkrankte bedeuten mehr Belastung fürs Gesundheitssystem, wiederum mehr Intensivstationen und letztendlich dann auch mehr Todesfolgen. Und damit haben wir dann wieder das Problem der großen Zahlen, wo wir ja schon einmal waren. Und dementsprechend gilt es, eben dieses Problem der großen Zahlen gar nicht aufkommen zu lassen. Und umso wichtiger ist es in der jetzigen Situation, wenn wir wissen, dass so eine Variante mehr oder minder vor der Haustür stehen kann, dass wir da nicht vergessen, die wichtigsten Maßnahmen, die wir im Moment haben, nämlich die Maske aufsetzen, das Abstand halten und die sozialen Kontakte minimieren, dementsprechend auch einhalten. Denn je weniger Leute wir treffen, desto weniger Leute können wir uns infizieren und desto mehr nehmen wir dieser neuen Variante den Boden, sich weiter auszubreiten. Und das ist ja letztendlich unser primäres Ziel, dass wir diese neue Variante so weit wie möglich von uns fernhalten und uns damit einen Zeitgewinn erschaffen, bis letztendlich die Durchimpfungsrate in der Bevölkerung groß genug ist, dass uns diese Variante dann letztendlich irgendwann einmal nichts mehr anhaben kann. Wichtig ist eben zu wissen, es gibt eine neue Variante, wir haben die Möglichkeit und vor allem auch die handwerklichen Werkzeuge, um da etwas dagegen zu tun. Und das ist in erster Folge eben prinzipiell die soziale Distanzierung. Es ist aber nicht so einfach, wie immer in der Virologie. Es gibt nicht nur eine Variante in Großbritannien, es gibt eben auch noch andere Varianten, die eben auftauchen können, wie eben die in Südafrika, wo es mehrere Mutationen gibt, eben vor allem eben an der sogenannten Rezeptorbindungsstelle. Und das wiederum dazu führt, dass dieses Virus wiederum leichter übertragbar wird. Verzeihung. Dass dieses Virus leichter übertragbar wird und damit eben wiederum mehr Leute anstecken kann. Auch da sind die Forschungen und die Datensammeln ganz, ganz intensiv wird daran gearbeitet, um da ganz viele Daten und vor allem zeitnah die Daten zu erlangen, um wirklich gut einschätzen zu können, was denn diese südafrikanische Variante tatsächlich bedeutet. Und letztendlich, was ich noch vergessen habe, was auch immer eine Frage ist, was auch am Anfang sehr häufig in Großbritannien prognostiziert wurde oder berichtet wurde, ist, dass mit der neuen Variante sehr viele Kinder betroffen waren und dass man sich da die Sorgen gemacht hat, dass eben hauptsächlich die Kinder wiederum mehr ins Rampenlicht kommen in der Übertragung oder in der Ausbreitung des Virus. Diese ersten Meldungen konnten sich im Moment nicht bestätigen, sprich auch da haben wir keinen Unterschied zu der alten Variante. Es waren offenbar nur deswegen mehr Kinder infiziert, weil einfach während der Zeit, wo sich das Virus in Großbritannien ausgebreitet hat, die Schulen geöffnet waren und dementsprechend das Virus, wenn es mal in die Schulen gekommen ist, auch die Möglichkeit hatte, sich dort weiter auszubreiten. Und dementsprechend gilt auch da das Gleiche wie für die Erwachsenen. Die soziale Distanzierung ist an und für sich das, was wir im Moment brauchen. Vielen herzlichen Dank erstmal. Genau. Dann begrüße ich jetzt ganz herzlich Dr. Andreas Bergthaler. Er ist von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und war schon mal vor kurzem bei uns zu Gast und hat uns das Prinzip der Sequenzierungen erklärt. Und ich bin froh, dass er heute noch mal da ist, weil ich glaube, das kann man gar nicht oft genug erklären aktuell, was das bedeutet, wo hier der Stand in Österreich ist, wie wichtig und wie wertvoll seine Arbeit auch und seiner Kolleginnen im Moment ist, gerade wenn es eine neue Virusvariante in Österreich gibt. Und ich darf ihn bitten, uns das noch einmal grundsätzlich vielleicht auch zu erklären, wie hier die Arbeit vonstatten geht und wo der Stand der Dinge ist und was wir in der Zukunft brauchen, auch was die Sequenzierungen betrifft, um gut gerüstet zu sein. Bitte sehr. Herzlichen Dank und vielen Dank für die Einladung, Herr Bundesminister. Ich bin auch froh über die Einleitungen von meiner Kollegin Frau Redelberger-Fritz, weil ich damit Ihnen, sie hat mir schon sehr viel vorweggenommen, was aber wichtig ist für das Verständnis, wie wir jetzt da technisch vorgehen. Und Entschuldigung, ich muss mal kurz. Ich rede einfach weiter. Ja, also das Virus mutiert ständig, das wissen wir. Das ist per se kein Grund zur Beunruhigung. Und jetzt ist die Frage, wie können wir verstehen, welche Mutationen entstehen und zirkulieren? Diese Mutationen, das sind quasi genetische Veränderungen im Buchstabencode des Virus, die erkennt man nicht durch herkömmliche PCR-Tests, die erkennt man nicht über Antigentests, man sieht es nicht im Mikroskop oder auch durch den geänderten Krankheitsverlauf, sondern man braucht sehr moderne molekularbiologische Techniken.
Das sind Techniken, das nennt man Sequenzieren per se, die relativ viel Infrastruktur benötigen. Und vorweggeschickt, da sind wir in Österreich eigentlich an sich sehr gut aufgestellt. Das heißt, man braucht Hardware, man braucht Sequenzierer, man benötigt eine größere Ausstattung an bioinformatischen Kapazitäten. Das heißt, es kommen sehr viele Daten, die da produziert werden. Und das ermöglicht uns erst zu verstehen und überhaupt zu sehen, welche Mutationen bei uns vorliegen. Und ich fand die Metapher vom Herrn Bundesminister am Montag eigentlich ganz gut, dass wir stehen in einer Scheune, es ist zappenduster und wir haben eine Taschenlampe. Und wir versuchen jetzt diesen Kegel kontinuierlich zu erweitern, um zu verstehen, mit was es wir zu tun haben. Weil das Virus sich mutiert, das wissen wir. Und was, glaube ich, speziell ist jetzt bei dieser englischen und bei der südafrikanischen Variante ist, zum ersten Mal, dass das Virus sehr viele Mutationen gleichzeitig angesammelt hat. Das ist für mich virologisch gesehen ein bisschen dieser Spezialfall. Das hatten wir bis dato nicht. Wir hatten immer wieder Mutationen, über die man immer wieder in den Medien gelesen hat. Aber hier haben wir quasi einen Fall, wo sehr viele Mutationen gleichzeitig angesammelt werden. Und ich glaube, das muss in erster Linie ein Weckruf sein für uns, dass wir die Situation weiterhin ernst nehmen. Und diese Maßnahmen, die man ständig zwar vorgekaut bekommt, aber die, glaube ich, wirklich essentiell sind und die kein Hightech-Mittel darstellen, sondern es geht einfach darum, eine Maske zu tragen und diese physische Distanzierung und all die soziale Kontaktreduktion und so weiter, das durchzuhalten, weil das werden wahrscheinlich nicht die einzigen Varianten sein, die weltweit zirkulieren, weil wir können nur das wissen, wo wir die Taschenlampe hinrichten, wo sequenziert wird. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, in Ländern wie England oder Dänemark, die Europameister sind zurzeit im Sequenzieren, da kann man solche Varianten relativ rasch nachweisen. Aber in anderen Ländern, sei es zum Beispiel in osteuropäischen Ländern, wo einfach die Kapazität für solche Methoden nicht da sind, da wird sehr wenig sequenziert. Ergo dessen werden wir nicht wissen, was da zurzeit zirkuliert. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es da unterschiedliche Varianten gibt auch schon. Das heißt, ich glaube, es muss einfach ein Weckruf sein für uns, nicht nur jetzt uns den Kopf zerbrechen über diese englische Variante, sondern insgesamt, dass das Virus sich einfach, das hat die Eigenschaft, sich zu verändern. Und ich glaube, das müssen wir versuchen mit zu berücksichtigen, soweit es geht. Und was wir in Österreich, was wir in Österreich gestartet haben, im Frühjahr, also das war Februar, März, als akademische Initiative, ursprünglich ausgehend vom ZEM, Forschungszentrum für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, gemeinsam mit verschiedensten Partnern in ganz Österreich, insbesondere der AGES und auch der Medizinischen Universität Wien, ist, dass wir im Prinzip eine Pipeline aufgebaut haben, um Mutationen zu identifizieren. Das gab es bis dahin nicht. Wir hatten dann Anfang April die ersten SARS-CoV-2-Virusgenome von Österreich sequenziert und stehen mittlerweile bei über 1300 Genomen und haben knapp 550 Virusgenome seit September, also seitdem die englische Variante gefunden wurde, sequenziert. Da kann man fragen, ist das viel, ist das wenig? Das ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive. Wir haben im Hinblick auf die Dänen oder die Engländer noch sehr viel Spielraum nach oben und das ist auch etwas, was in den letzten Tagen entschieden wurde, dass wir diese Sequenzierkapazitäten massiv ausweiten. Das findet gerade eben statt. Und ich werde Ihnen da noch kurz einen Einblick geben, wie das genau funktioniert. Und natürlich gibt es auch andere Länder, die noch deutlich schlechter als wir sind. Also ich glaube, wir sind im guten Mittelfeld und wir versuchen uns gerade da nach der Decke zu strecken. Die Sequenzierung an sich, das habe ich Ihnen am Montag schon versucht kurz zu erklären. Es geht wirklich darum, dass man quasi ein molekulares Lesegerät hat, wo man diese Perlenkette quasi ausliest und diese Buchstaben können immer vier verschiedene Buchstaben sein, die Perlen können vier verschiedene Farben haben und man versucht dann Perle für Perle zu lesen. Das Genom hat 30.000 Buchstaben und dadurch kommen sehr viele Daten zusammen, die man dann quasi am Computer analysieren muss. Und das Ganze, um Ihnen auch ein bisschen ein Gefühl zu geben, das dauert in der Regel das Sequenzieren selber ein paar wenige Tage, aber dann die Analysen dauern auch nochmal ein paar Tage und auch im Vorlauf die Proben zu bekommen. Das heißt, zurzeit haben wir so ein Zeitfenster von 1,5 bis 2 Wochen. Also es ist nicht über Nacht, dass man diese Information hat und es ist mit sehr viel Anstrengung verbunden, es sind sehr viele Leute involviert, aber so innerhalb von 2 Wochen in der Regel kann man dann diese Informationen auslesen und wichtigerweise auch vergleichen mit den internationalen Sequenzen, weil es ist, glaube ich, auch was Wichtiges zu betonen, dass das Problem natürlich kein österreichisches Problem ist, sondern dass wir da zusammen die Länder quasi im Wettkampf gegen das Virus stehen und auch die Forschung da sehr eng zusammenarbeitet. Das heißt, es gibt internationale Datenbanken, die könnten auch Sie sich einloggen, das ist nicht der Wissenschaft vorbehalten, wo man mehrere hunderttausend Virusgenome mittlerweile aus der ganzen Welt sich anschauen kann, vergleichen kann, dann sieht man, wie sind die Viren unterschiedlich in China zu Nordamerika, wie heterogen ist das Bild. Und das ist auch, was wir machen. Also quasi, wenn wir dann diese Viren sequenzieren und diese Genome haben, werden die unmittelbar
sobald wir alle Daten dazu haben, quasi in diese Datenbanken hochgeladen, damit einerseits wir sie vergleichen können mit internationalen Sequenzen, aber auch, dass unsere Daten anderen Ländern helfen zu verstehen, wie das Pandemiegeschehen in Europa sich zum Beispiel darstellt. Und welche Proben sequenzieren wir jetzt? Die Frage wird natürlich oft gestellt und das ist auch wichtig, nicht nur die Anzahl, sondern was sequenzieren wir eigentlich? Und da mache ich Ihnen auch einen kurzen Überblick geben. Wir haben einerseits, greifen wir zurück auf ein sehr gut aufgebautes diagnostisches Frühwarnsystem, das für Grippeviren von meiner Kollegin Redelberger Fritz aufgebaut wurde und betrieben wird. Das sind quasi Praxen in ganz Österreich, die kontinuierlich das ganze Jahr über Ausschau halten nach Personen mit Erkältungssymptomen, in der Regel, ob sie Grippe haben oder Grippeviren. Und das haben wir jetzt in dem Fall, verwenden wir das quasi, um dabei kontinuierlich aus ganz Österreich verteilt Proben zu bekommen. Ein zweiter Punkt ist, dass wir von der AGES, also dieser österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, dass wir da ganz gezielte Proben von Clustern zum Beispiel bekommen. Das heißt, irgendein spezielles Infektionsgeschehen in einem Altersheim, in einem Kindergarten, das ist, wo wir dann diese Proben bekommen, analysieren und dann quasi gemeinsam mit den Infektionsepidemiologen besser erklären können, wo kam das Virus her, war das nur ein einziges Virus in diesem Kindergarten, gab es mehrere Einträge und das ermöglicht uns einfach besser zu verstehen auch, wo sind die Risikoquellen und dann quasi in der Zukunft versuchen, darauf einzugehen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind auch noch, dass wir jetzt gerade aufbauen, sogenannte Pre-Screenings, wo man quasi mit PCR, aber auch mit Sequenzierung ganz gezielt nur bestimmte Mutationen versucht zu detektieren. Das geht deutlich schneller, das geht nicht über Nacht, aber fast über Nacht. Und damit kann man sehr viel mehr Proben quasi analysieren. Und die positiven Hits da, die quasi zum Beispiel dann eine gewisse Wahrscheinlichkeit hätten, dass sie die englische Variante wären, die sequenzieren wir dann. Das heißt, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Variante finden. Und der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist, dass wir auch österreichweit mit den Kläranlagen beschäftigt sind, wo wir quasi Virusgenome aus dem Abwasser detektieren. Das wurde ursprünglich initiiert ich finde sehr tollen Initiative, die heißt CoronA. Und wir arbeiten mit ihm eng zusammen. Wir versuchen wirklich, dass wir wöchentlich von einem Großteil aller Kläranlagen in Österreich die Proben bekommen, die sequenzieren und im besten Fall, so werden wir es nicht schaffen, aber im besten Fall könnten wir quasi pro Woche von allen 8 Millionen Österreichern das Abwasser messen. Natürlich ist man da nicht so sensitiv, das müssen Sie sich vorstellen, wie eine gepoolte Probe, wo dann natürlich nicht so eine hohe Sensitivität, wie wenn man eine Einzeltestung macht. Aber es wird uns wahrscheinlich einen guten Einblick geben über das globale Geschehen in Österreich. Und man kann dann vielleicht darauf reagieren, wenn in irgendwelchen Bereichen da plötzlich was entsteht. Ja, ich glaube, mit dem möchte ich eigentlich schließen. Ich glaube, es gibt keinen Grund zur Panik, aber es zeigt einfach, dass das Virus dynamisch ist und die ganze Situation dynamisch bleibt und dementsprechend wir die Situation ernst nehmen müssen weiterhin. Aha, wir hören es jetzt nochmal, glaube ich. Aber es schadet nichts, es hilft. Pädagogische Vertiefung, ja. Genau. Ist das. Ich würde gleich ganz kurz noch, bevor Sie uns verlassen, ist das mit ein Grund, warum dieses Virus so erfolgreich ist weltweit? Kann man das sagen? Ich glaube, wirklich wissen wir es immer noch nicht wissenschaftlich, warum gerade dieses Coronavirus so einen Siegeszug über den Weltplaneten gezogen hat. Und natürlich, es gibt vermehrt Mutationen, die die Infektiosität beeinflussen können. Also insofern, ich glaube, die Antwort ist, dass wir es nicht wirklich wissen, aber wir sehen, dass diese Veränderungen die Transmissionsfähigkeit des Virus beeinflussen und dementsprechend wird es weiterhin Veränderungen geben. Ich glaube, das ist ein bisschen die Problematik an der Situation, dass wir können uns nicht wirklich auf der Vergangenheit ausruhen, sondern wir müssen einfach davon ausgehen, dass morgen oder nächste Woche schon wieder etwas Neues kommt, ein neuer Wissensstand. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, das auch zu kommunizieren, weil dadurch Maßnahmen sich unter Umständen über Nacht wieder ändern, wie das die Engländer gezeigt hatten. Am einen Tag lädt Boris Johnson die Schüler ein in die Schulen, am nächsten Tag gibt es einen Lockdown und Homeschooling. Das versteht natürlich keiner, aber hat damit zu tun, dass einfach die Wissenschaft wieder ein bisschen mehr Erkenntnisse hat, aber nicht natürlich das Gesamtbild immer noch nicht versteht. Und insofern, ich glaube, das ist die große Herausforderung, auch kommunikationstechnisch. Vielen herzlichen Dank erstmal. Fragen stellen wir hinterher dann noch. Ich darf jetzt den Herwig Ostermann zu uns bitten. Herzlich willkommen. Er ist ja auch schon den meisten hier bekannt, ist sozusagen unser strategischer Partner hier im Kampf gegen die Pandemie, weil er und seine Kolleginnen rechnen, modellieren,
in die Zukunft blicken können, soweit man das kann, in der aktuell sehr dynamischen Situation. Und ich glaube, wir haben das schon längere Zeit nicht mehr getan. Drum danke fürs Kommen und danke um deinen Blick nach vorne bzw. zurück, Herwig, und auch um die Einschätzung, was das alles mit diesem neuen mutierten Virus zu tun hat. Ja, vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Es wird auch ein Blick ein bisschen zur Seite werden. Ja, ich wurde nämlich gebeten, ein bisschen zu beginnen mit einem Überblick nicht nur über die Entwicklung in Österreich, sondern auch ein bisschen die Pandemie in eine europäische Relation, in einen europäischen Kontext zu setzen. Ja, und das ist vielleicht auch der Anschluss an die Beiträge meiner Vorrednerinnen und Vorredner, weil wir generell sehen in der Pandemie, dass es eben durchaus unterschiedliche Dynamiken gibt. Ich werde jetzt versuchen, Ihnen im Schnelldurchlauf ja ein paar Referenzkurven im Vergleich zur österreichischen Entwicklung zu zeigen, möchte aber gleich dazu sagen, man könnte wahrscheinlich über jede Folie, die Sie gleich im Hintergrund sehen, ja, sehr, sehr lange diskutieren, ja, ganz einfach letztlich, weil das Feld von so vielen Determinanten getrieben ist. Ja, wir haben einmal sozusagen die Mikrobiologie, ja, wir haben das Virus, das sich verändert, wir haben unterschiedliche Reaktionen seitens der Regierungen, wir haben unterschiedliche Antworten auf diese Politikmaßnahmen innerhalb der Bevölkerung und das führt dazu, dass die Lage nicht sehr eindeutig ist, nicht sehr übersichtlich und ein ständiges Reagieren, ja, auf die Pandemie natürlich erfordert. Diese Entwicklung ist Ihnen sicherlich gut vertraut. Ja, Sie sehen hier hinter mir die 7-Tages-Inzidenz für Österreich aufgetragen, beginnend mit dem 1. September. Ja, die 7-Tages-Inzidenz hat den Vorteil, dass hier die Neuinfektionen einerseits auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner normiert sind. Das heißt, man kann sehr, sehr gut Überblicke damit auch sicherstellen und Vergleiche. Der zweite wichtige Punkt ist einfach aufgrund der 7-Tages-Entwicklung, dass auch kurzfristige Schwankungen, Wochenendeffekte, Feiertagseffekte ausgeglichen werden können. Wir werden das später nochmals dann bei der aktuellen Prognose auch sehen, wo ja viele Feiertage jetzt dazwischen waren. Die Entwicklung ist Ihnen vertraut. Ja, Sie sehen hier in der zweiten Oktoberhälfte diesen Aufschwung. Ja, und wenn man jetzt sozusagen im Staccato sich die Entwicklung der letzten Monate in Erinnerung rufen will, ja, dann sozusagen ab Anfang November diesen ersten Teil-Lockdown, ab Mitte November dann wieder Lockdown bis in den Dezember hinein, dann ein paar Wochen im Dezember die Öffnung insbesondere von Pflichtschulen und auch die Ermöglichung von Handel und ab 26. Oktober dann wieder das aktuelle Regime des Lockdowns. Was Sie über die Feiertage sehen, das glaube ich, ist uns jetzt auch schon allen vertraut, ja, das ist so eine relativ stabile Entwicklung, ja, eine leichte Erhöhung im Rahmen der Schwankungen. Jetzt hier im Vergleich blau die europäische Entwicklung. Ja, wichtig hier, das ist die Inzidenz, die 7-Tages-Inzidenz der gesamten Europäischen Union. Ja, das heißt, wir nehmen hier alle Infektionen in Europa zusammen und dividieren die dann mehr oder weniger durch die Bevölkerung in Europa. Und eines, was jetzt schon augenscheinlich wird, das ist einerseits, ja, wir hatten also diese zweite Welle wirklich, wenn Sie so wollen, durchgängig ab Oktober beginnend. Ja, was man auch sieht, im Niveau ist sie in Europa nicht ganz so ausgeprägt. Ja, das hat primär damit zu tun, dass wir hier unterschiedliche Zähler und insbesondere einen unterschiedlichen Nenner haben. Ja, wenn in Europa zeitgleich in allen Ländern es zu einem Ausbruch gekommen wäre, dann hätten wir natürlich einen größeren Peak in der Manifestation. Ja, was man hier einfach sieht, ist, je größer die betrachtete Einheit, desto moderierender wird ein Stück weit natürlich auch die Wirkung. Das ist einfach ein Hinweis auch darauf, dass sich die Infektion, die Epidemie selbst in Clustern ausbreitet. Ja, und wir kennen das anders umgelegt, auch wenn wir Österreich betrachten. Wenn ich dann runtergehe auf die Ebene der Bezirke oder sogar der Gemeinden, dann habe ich teilweise ganz, ganz hohe Peaks in der 7-Tages-Inzidenz im vierstelligen Bereich, weil es eben damit zu tun hat, dass eben dann kleinräumig ein paar Familien, ja, ein paar Gruppen betroffen sind und wenn dann der Zähler entsprechend gering wird, dann schlägt es eben entsprechend aus, dieses Signal. Also das sieht man hier. Kurzer Blick auf die Nachbarn. Ja. Sie sehen hier auch wieder so ein Größenphänomen. Ja. 7 der 8 Nachbarländer von Österreich, das Fürstentum Liechtenstein, das eben sehr klein ist, also auch einen kleinen Nenner hat, habe ich hier nicht in der Betrachtung mit aufgenommen. Sie sehen die übrigen 7 Nachbarländer von Österreich, auffällig hier wieder ein bisschen die moderierende, sozusagen der moderierende Effekt des größeren Nenners. Auffällig vielleicht 2, 3 Phänomene.
Einerseits Deutschland ist das einzige Nachbarland, in dem es gelungen ist, sozusagen diese Welle zu kappen, ja, und in einer konstanten Entwicklung dann überzutreten. Ansonsten sehen Sie überall diese Peaks. Ein Phänomen vielleicht auch noch Slowenien, denen es nicht gelungen ist, diesen Peak wirklich dann wieder herunterzudrücken, sondern die konstant seit November ein sehr, sehr hohes Infektionsniveau, mit einem sehr, sehr hohen Infektionsniveau konfrontiert sind. Und dann vielleicht auch noch interessant, was passierte nach den Feiertagen? Sie sehen hier sozusagen in Europa Länder, zwei Länder mit einer besonderen Entwicklung. Das ist einmal sozusagen, sind das unsere Nachbarn in Tschechien auf der einen Seite und auch in der Slowakei, wo es hier wirklich wieder zu Anstiegen kam. Interessant ist, die Politikantworten nach Weihnachten waren sehr, sehr synchron. Ja, alle Nachbarländer haben sich dazu entschieden, gewisse Aktivitäten einzudämmen. Also im Wesentlichen sind es diese Konzepte, die wir aus den Lockdowns kennen. Im Besonderen betrifft das die Freizeitveranstaltungen und im Besonderen auch die Gastronomie. Selbst in der sehr, sehr föderalen Schweiz gibt es mittlerweile hier einheitliche Vorgaben. Ja, generell, und das ist vielleicht noch ein letzter Punkt hier zu den europäischen Ländern, mittlerweile haben verschiedene Länder auch regional unterschiedliche Regimes etabliert. Italien, das wissen Sie vielleicht, hat wieder so ein Schema eingeführt, grün, orange und gelb. Da gibt es also wieder Regionen, die auch ein lockeres Regime haben können. Ähnlich in der Schweiz, die Kantone, die bessere Fallzahlen haben, die dürfen dann auch etwas sozusagen von den Bundesvorgaben in dem Sinne mehr Richtung Öffnung abweichen. In Deutschland wissen wir alle, es ist unterschiedlich. Ja, wenn ich da das Neuinfektionsniveau überschreite, ja, dann treten hier strengere Regimes in Kraft. Und noch ein letzter Punkt, einfach um Ihnen ein bisschen die Heterogenität darzulegen, würden wir hier noch vor Weihnachten dastehen, dann wäre Irland ja ein Vorzeigeland in Europa gewesen. Ja, die haben einen ganz durchdachten Stufenplan. Hier sehen Sie in Irland eine sehr, sehr hohe Dynamik abgebildet. Wir haben lange über Israel gesprochen, die jetzt auch wieder sozusagen an einer dritten Hochphase mehr oder weniger stehen, trotz einem hohen oder vielleicht nicht trotz, aber die haben ein sehr hohes Engagement auf Impfungen, gleich auch wie UK aktuell, aber bis die natürlich hinreichend durchgeimpft sind, dass das eine Wirkung hat, dauert es entsprechend. Und über Großbritannien haben wir bereits ein bisschen gesprochen. Auffällig hier durchaus unterschiedliche Ausgangssituationen, ja, durchaus sozusagen unterschiedliche Politikantworten und eine Pandemie, die Regierungen, wenn man so will, in ganz Europa vor viele, viele Herausforderungen stellt. Kurz noch die Herausforderung in den nächsten Tagen und Wochen. Wie schaut es auf der Prognoseseite aus? Hier die Entwicklung der Neuinfektionen. Wir gehen im Schnitt ja bis Mitte nächster Woche von durchschnittlich 2000 Neuinfektionen aus, mit einer leicht rückläufigen Tendenz, beginnend mit 2300, runter auf ungefähr 1700 Neuinfektionen. Ja, auf die Frage der Weihnachtsfeiertage, über die Weihnachtsfeiertage sahen wir einfach ein stark schwankendes Signal. Wir hatten Tage mit 1200, 1300 Neuinfektionen, gleich auch wie Tage mit 3000 Infektionen. Das hat einfach mit diesen unterschiedlichen Zyklen aufgrund der Wochenenden und aufgrund der Feiertage zu tun. Mit der Frage, ob man hier schon eine Auswirkung sieht, aufgrund der Maßnahmen des neuen Lockdowns ab 26. Dezember. Diese Aussage können wir derzeit noch nicht treffen. Da fehlen uns einfach die Datenpunkte einer Normalwoche, um hier sozusagen einen Vergleichswert auch herstellen zu können. Da brauchen wir also, wenn man so will, noch ein paar Tage, dass man das abschätzen kann. Hier noch kurz die Entwicklung der Hospitalisierung. Wir liegen aktuell ungefähr bei 2000 Personen auf den Normalstationen. Dieser Wert ist relativ konstant und in Wirklichkeit beschäftigen wir uns damit nicht allzu sehr in der öffentlichen Debatte, weil wir sehr, sehr gute Kapazitäten auf den Normalstationen, jedenfalls was die Ressourcenausrüstung, die technische betrifft, haben. Wichtig ist dieser Wert, wenn man ihn sozusagen als Überprüfungswert hernimmt, weil er ein Stück weit einen Hinweis geben kann, hatten wir über die Feiertage ein Underreporting oder ein Undertesting, ja, weil eben Personen gar nicht nachgefragt hätten, ja, insbesondere in dem Bereich, wo wir leichte oder asymptomatische Personen sehen würden, ja, da kann man dann einen Quotienten bilden zwischen den positiv Getesteten und denen, die in den Spitälern aufgenommen werden und hat damit sozusagen einen gewissen Kontrollwert. Sie sehen hier auch wieder eine recht konstante Entwicklung, die sich hier abzeichnet. Und das Gleiche trifft natürlich auch auf die Intensivstationen zu. Da gehen wir davon aus, dass wir von aktuell 370 Personen, die dort versorgt werden,
bis 19. Jänner bei einem Wert von ungefähr 310 Personen liegen. Ja, da gibt es zwei Phänomene, die, glaube ich, wichtig sind. Das eine, wir sehen hier mittlerweile wieder sehr, sehr lange Verweildauern. Ja, das Phänomen kennen wir. Im Schnitt 19, fast 20 Tage. Wir sehen gleichzeitig auch ein relativ konstantes Niveau, knapp unter 1%, konkret 0,83% der Erkrankten werden auf Intensivstationen versorgt. Und wenn man das alles zusammennimmt, Verweildauer, mal Neuinfektionen, mal zu versorgender Patienten, dann ist das eigentlich ein sehr, sehr konstantes Niveau. Das heißt, wir gehen also wirklich für die nächste Zeit davon aus, sollte sich nicht maßgeblich etwas bei den Neuinfektionen ändern, hoffentlich in die erfreuliche Richtung und entsprechend nach unten, dass dieser Wert von 300 in Österreich ein relativ stabiler Referenzwert sein wird. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank. Ich darf nun um Ihre Fragen bitten. Bitte, Frau Striebel. Herr Minister Anschober, den Lockdown hat die Regierung vor Weihnachten angekündigt. Da haben wir noch nicht sehr viel über die Mutationen gewusst, die aus Großbritannien kommen. Jetzt soll es am 24. oder 18. aufgesperrt werden. Muss man als Politik da vielleicht das nicht noch einmal überdenken oder werden Sie das überdenken, auch was die Schulen betrifft, wo wir gehört haben, in Großbritannien waren es auch die Schulen. Und zweite Frage, diese Eingangstests, sind ja auch schon erste Details bekannt, wie soll das dann funktionieren ab 18. Jänner? Und eine ganz kurze Frage habe ich noch, wenn Sie sagen, die 80-Jährigen, die geimpft werden sollen, wie bekommen die Bescheid, dass sie jetzt dran sind? Mhm. Viele Fragen, eigentlich das gesamte Spektrum durch. Danke dafür. Einerseits die Eingangstestungen. Also wie gesagt, ich habe es am Beginn kurz gesagt, wir sind gerade bei der Finalisierung des Gesetzentwurfs, damit das entsprechende rechtliche Konstrukt vorhanden ist für diese beiden Bereiche, Berufsgruppentestungen und auf der anderen Seite diese Zugangs- und Eingangstestungen für bestimmte Bereiche in unserer Gesellschaft, hat einfach den Sinn, neben den Schutzmaßnahmen, bitte Vorsicht, das ist nicht der Ersatz von Schutzmaßnahmen bei einer Veranstaltung zum Beispiel oder ähnlichem mehr, das ist ein Zusatznetz sozusagen mit dem prioritären Ziel, hier die Zahl der Testungen, der Antigentestungen massiv noch einmal zu steigern, damit wir die Gelegenheit haben, auch asymptomatische, präsymptomatische Personen aus diesem Infektionszyklus herauszuholen. Ich erinnere an diesen ersten Start, den wir im Dezember gemacht haben mit diesen sogenannten Flächentests. Und damals war es immerhin die Anzahl von rund 4000 positiven Testergebnissen, die dazu geführt haben, dass wir Menschen, die nichts gewusst haben, dass sie eine Infektion haben, weil sie eben keine Symptome hatten, aus diesem Infektionszyklus herausholen konnten. Das sind diese zwei Stoßrichtungen. Genau das wird jetzt rechtlich bearbeitet. Ich höre, dass es da auf parlamentarischer Ebene dann in der kommenden Woche einen Arbeitsprozess gibt. Höre ja, und Sie wissen das ja genauso, dass es von der einen oder anderen Oppositionspartei da durchaus das Signal gibt, dass man sehr konstruktiv arbeiten will. Darüber bin ich sehr froh. Das hat sich auch bei dieser Fraktionsbesprechung, die wir am Beginn dieser Woche bei mir hier im Haus gemacht haben, auch schon abgezeichnet. Da hat es kein grünes Licht jetzt für eine bestimmte Regelung gegeben, aber die Bereitschaft, in einen gemeinsamen Arbeitsprozess einzutreten. Ich würde um Verständnis ersuchen, dass wir zuerst mit denen wir eine gemeinsame Lösung haben wollen, diese Lösung erarbeiten und dann öffentlich präsentieren. Es wäre, glaube ich, kein fairer Zug von mir, da jetzt zu viele Details darzustellen und damit andere, die wir in diesem gemeinsamen Arbeitsprozess auch fair behandeln wollen, vor vollendete Tatsachen zu stellen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den Sie gefragt haben, war die Gruppe 80 plus. Bei der Gruppe 80 plus ist es so, dass diese Gruppe natürlich ein Teil von Menschen ist, von Menschengruppen ist, die in einer spezifischen Risikosituation, in einer erhöhten in Österreich sind. Wenn wir uns, und das klingt jetzt ein bisschen trocken, aber trotzdem, man muss die Fakten nennen, wenn wir uns ansehen, wo haben wir die höchsten Mortalitätszahlen, dann ist das bei Menschen, die entweder schwere Vorerkrankungen haben oder und eine fortgeschrittene Alterssituation haben. Könnten wir auch Details darstellen dazu. Das betrifft nicht nur die Alten- und Pflegeheime, sondern das betrifft, was ein fortgeschrittenes Alter betrifft,
auch insgesamt diese Bevölkerungsgruppe, vielleicht mit etwas verschobener Intensität. Deswegen haben wir eben die klare Priorisierung für Menschen, die im Alten- und Pflegeheim wohnen, weil wir hier auch natürlich relativ viel Fluktuation haben, viele potenzielle Eintragsmöglichkeiten haben, wohingegen andere Menschen, die vielleicht zu Hause leben oder von einem mobilen Dienst gepflegt werden, weniger Vielfalt an Kontakten haben. Und das ist prioritär der wesentliche Unterschied zwischen diesen Gruppen. Jetzt ist es das Ziel, und das haben wir in dieser Woche durchdiskutiert auf der politischen Ebene, dass wir auch jene, die nicht im Alten- und Pflegeheim sind, aber trotzdem schon etwas betagter sind, fortgeschrittenes Alter über 80 Jahre haben, dass wir die auch schrittweise in diesen Impfungsprozess vorziehen. Das ist jetzt gerade in Erarbeitung im Detail, wie das im Detail funktionieren kann. Da werden wir sehr intensiv auch mit den Ländern und mit den Gemeinden wie insgesamt bei der ganzen Impfkampagne zusammenarbeiten. Und das ist vor allem im regionalen, im kleinräumigen Bereich machbar. Dort, wo es um Menschen gibt, die etwa bettlägerig sind, die sich schwer tun, zu einer zentralen Impfstelle zum Beispiel zu kommen, aufgrund dieser Bettlägerigkeit, ist es eher der niedergelassene Arzt, der uns hier als Partner ganz wesentlich zur Verfügung steht. Das heißt, das wird ein mehrstufiges Konzept werden, wo wir Schritt für Schritt auch diese Gruppe möglichst rasch in diesen Impfprozess integrieren wollen. Ja, und dann gibt es parallel dazu, neben diesen Alten- und Pflegeheimen, die, wie gesagt, eine besondere Herausforderung am Beginn sind, aufgrund ihrer Struktur, aufgrund auch der Verletzlichkeit der Bewohner und Bewohnerinnen, die dazukommt zu einem sehr vorsichtig zu behandelten Impfstoff, der aus meiner Sicht hohe Qualität hat, aber der von seiner Transportfähigkeit, Sie kennen die Temperaturvoraussetzungen, 78 Grad, das ist nicht so ganz ohne, auch was Erschütterungen betrifft, was spezifische Anforderungen hat, auf die muss man Rücksicht nehmen und das muss man lernen, auch in diesem Prozess, deswegen auch diese Pilotphase. Ich habe schon gesagt, Alten- und Pflegeheime, gerade eine Zahl noch, damit Sie sich ein bisschen vorstellen können, bereits am Montag werden zum Beispiel nach dem aktuellen Iststand von heute früh, und das wird stündlich mehr, also würde ich jetzt eine Abfrage machen, wären wir schon wieder deutlich höher, aber nach dem jetzigen Stand ab Montag, alleine an diesem Montag 42.455 Dosen, die ausgeliefert werden, damit Sie sich ein bisschen Größenordnungen vorstellen können. Die Gesamtgruppe macht ja in Summe 156.000 Personen aus in den Alten- und Pflegeheimen. Warum? Weil wir nicht nur die Bewohnerinnen, sondern auch alle Mitarbeiterinnen hier impfen wollen, sofern sie das Interesse dazu haben. Und dann kommt als nächste große Gruppe für uns in diesem Prozess die Gruppe des Gesundheitspersonals, weil die auch ein erhöhtes Risiko hat und zweitens an deren Spitze, und Sie wissen, Sie können sich wahrscheinlich so wie ich an ein spezifisches Foto von einem österreichischen Mediziner erinnern, der mit der Victory-Pose der Erste gewesen ist, von diesen Covid-Stationen, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Warum haben wir die vorgezogen? Und ich glaube, es war ein gutes Signal und auch ein Symbol, weil das Personen sind, die einem besonderen Risiko ausgesetzt sind. So ist es und deswegen auch eine prioritäre Behandlung. Also Schritt für Schritt dann die Umsetzung mit diesem einen Unterschied, dass wir eben diese Gruppe 80 plus oder Ü80, wie immer Sie es bezeichnen wollen, dass wir die schrittweise in diesen Prozess integrieren wollen, damit sie auch möglichst bald drankommen. Und auf die dritte Frage habe ich jetzt vergessen. Es ist eine ganz schwierige Geschichte mit den Prognosen und der Pandemie. Das ist das Relativierende, was ich am Beginn immer sage, ohne etwas andeuten zu wollen. Aber es ist das erklärte Ziel der österreichischen Bundesregierung, dass dieser Lockdown bei dem Termin endet, den wir angekündigt haben. Warum? Man kann nicht ewig einen Lockdown fortsetzen. Das geht nicht. Wir haben einige Nachbarstaaten. Herr Weg Ostermann hat ein paar Grafiken da gehabt und da haben Sie gesehen, wie sich da über teilweise viele, viele, viele Wochen trotz Lockdown sehr wenig verändert hat. Das heißt, wir müssen sehr Acht geben, auch in der Politik, dass wir keinen Gewöhnungseffekt an Lockdown sozusagen erreichen. Ein Lockdown muss wirken, der muss etwas Besonderes sein, der ist die ultimative Methode de facto und deswegen kann man den nicht ewig fortsetzen, sondern muss einen Übergang finden zu sehr vorsichtigen,
schützenden Maßnahmen, die im Anschluss an einen Lockdown folgen. Daran arbeiten wir gerade. Bin heute ein bisschen später gekommen, es hatte damit zu tun. Wir sind de facto jeden Tag in diesem Arbeitsprozess drinnen und werden im Laufe der nächsten Woche da die Ergebnisse präsentieren. Danke. Die Frau Greiner, bitte. Wenn man sich die 7-Tages-Inzidenzen anschaut, gibt es ganz unterschiedliche Werte für die Bundesländer. Salzburg beispielsweise liegt weit über 300. Ist diese Mutation in Österreich schon weiter verbreitet, als man annehmen kann? Können Sie uns das bitte beantworten? Und an den Herrn Bergdaler. Bergdaler, genau. Sie haben letzte Woche gesagt, die Großbritannien-Mutation ist bereits in 4 Proben sichergestellt worden oder festgestellt worden und Südafrika in einer, gibt es mittlerweile weitere Sequenzierungen, wo die festgestellt worden sind. Und dann noch an den Herrn Minister, wollen wir jetzt alle technischen und logistischen Voraussetzungen für die Impfungen geben? Also jetzt beispielsweise heißt es ja, dass es im Spitalsbereich die Tablets noch nicht gibt, weil die eingetragen werden muss, die Impfung. Also Tablets sind nicht verfügbar, damit Gesundheitspersonal im Spitalsbereich geimpft wird. Wann wird alle technischen Voraussetzungen, wann wird es das geben und warum, die Impfung ist ja keine Überraschung, dass jetzt geimpft wird, warum ist das überhaupt noch nicht erfolgt? Was ist nicht erfolgt? Dass beispielsweise die Tablets noch nicht verfügbar sind in den Spitälern, damit die Impfungen eingetragen werden. Ja. Tablets. Soll ich beginnen? Zur allerersten Frage, nein, wir haben keine weiteren englischen oder südafrikanischen Varianten seit Montag identifiziert. Ich glaube, die Frage der Verbreitung ist eine ganz wesentliche natürlich. In England weiß man es ein bisschen besser, weil die schon das Geschehen seit September, Oktober verfolgen. Und da waren Ende des Jahres, also in der 52. Woche, waren zum Teil bis zu 50% aller Fälle, die quasi diagnostiziert hatten und sequenziert hatten, die waren die Variante. Also das war wirklich exponentiell über 3 Monate oder so ist das von 1% schon langsam angestiegen. In Dänemark, was auch ein Beispiel ist von einem Land, das sehr viel sequenziert, wo man einen relativ guten, wahrscheinlich Überblick hat, besseren als bei uns, muss man eingestehen, die sind zurzeit bei ungefähr 2%. Und jetzt ist die Frage natürlich, wo wir uns einzureihen haben. Ich gehe davon aus, es wäre nicht überraschend, dass es schon vorher Einträge gegeben hat, als diese Personen, die wir quasi identifiziert haben. Und dann ist die Frage, wenn man das von diesen 3-Monats-Kinetik in England überträgt auf Österreich, dann befinden wir uns wahrscheinlich vielleicht in einem ähnlichen Bereich wie Dänemark oder darunter. Bezüglich Salzburg, was ich sagen kann, ist, wir haben bei dem letzten Sequenzierexperiment hatten wir auch 4 Kläranlagen von Salzburg mitbeprobt und da hatten wir keine Anzeichen davon, dass die Mutationen dieser englischen Variante schon quasi über dem Noise, also quasi über dem Detektionslimit zu finden wären. Also ich glaube, es ist unwahrscheinlich, aber uns fehlen dann auch wirklich Daten, um das im Detail beantworten zu können. Ja, ich kann dort gleich anschließen. Also das ist ja unser Ziel, hatte der Herr Dr. Bergdaler ausgeführt, dass wir diese Kontrollintervalle, diesen Lichtkegel, von dem wir gesprochen haben, dass der schrittweise deutlich breiter wird. Und da gibt es zusätzliche technologische Entwicklungen, die uns da helfen. Und das ist auch das erklärte politische Ziel. Deswegen haben wir da auch gemeinsam fixiert, dass wir da wirklich in die Breite gehen wollen. Das ist ganz, ganz wichtig, unter anderem genau in Ihre Frage zu sehen, wenn wir wo eine ungewöhnliche Entwicklung sehen, da sehr schnell darauf fokussieren zu können, reagieren zu können und genau das überprüfen zu können. Es ist positiv, dass wir da bisher in Salzburg keine Funde hatten, aber wir bleiben selbstverständlich dran und werden das weiter so kontrollieren. Wir haben ja bei diesen bisherigen Funden, die wir hatten, einen Reisehintergrund jeweils. Auch in den meisten EU-Staaten ist das nach den bisherigen Berichten so. Allerdings haben wir etwa in dieser Woche in den USA so den ersten größeren Fund gehabt, Los Angeles. Ich habe die Woche einmal mit dem Professor Grammer telefoniert, der mir die Geschichte erzählt hat, wo es, glaube ich, 32 Fälle gegeben hat, die keinen Reisehintergrund hatten. Und das ist sozusagen der entscheidende Punkt, denke ich, was den Sprung betrifft, ob ich eine Verbreitung ohne diesen Reisehintergrund in einer Gesellschaft habe und den nachweisen kann. Das ist der eine Bereich. Und das Letzte, was die Tablets betrifft, da sind wir schrittweise im Ausrollen und das wird praktiziert. Gibt es weitere Fragen? Bitte sehr.
Jetzt haben wir gehört, die Variante aus Großbritannien ist um 56% ansteckender. Sind da noch härtere Maßnahmen in Österreich auch denkbar, um eben die Infektionen in den Griff zu kriegen? Stichwort wie in Deutschland, wo sich Menschen in besonders betroffenen Regionen nur noch in einem Radius von 15 Kilometern bewegen dürfen. Und dann hätte ich noch zwei Fragen zu den aktuellen Fällen. Da sieht man im AGES-Dashboard, dass nach den Fällen bei über 84-Jährigen es besonders viele bei den 15- bis 24-Jährigen gibt. Wie kann man diese Gruppe der jungen Menschen besser erreichen? Also wo, sage ich jetzt einmal, hapert es da? Und zu vielen Menschen, die zum Semmering gefahren sind. Da hat der Bürgermeister ja gesagt, dass da viele Menschen mit Migrationshintergrund dabei waren. Welche Rolle spielen denn Migranten da? Also erreicht man die schlechter auch aufgrund von Sprachbarrieren? Wie kann man da einschreiten? Also zum letzten Punkt, ich werde da sehr, sehr vorsichtig, was Zuweisungen an bestimmte Gruppen betrifft. Das in Wirklichkeit ist es völlig unabhängig davon, das Virus, dem ist es völlig gleichgültig, wo du herkommst, wo du geboren bist, ob du Mann oder Frau bist, welchen Glauben du hast. Entscheidend ist, dass wir uns als Gesellschaft so aufstellen, dass wir uns schützen. Und ich habe eine Phase in Österreich erlebt, das war der Frühling, wo genau diese Grundstimmung da gewesen ist, eine Stimmung der Solidarität, des Verantwortung Übernehmens füreinander. Na, und dann haben wir das erlebt, wir haben auch die Konsequenzen da an der Grafik ein bisschen gesehen, einen Sommer erlebt, wo jeder Sehnsucht danach hatte, wieder eine gewisse Normalität zu leben, wo die Öffnungsschritte sehr, sehr, sehr weitgehend gewesen sind, gleichzeitig erfolgt sind, was Grenzöffnungen, Tourismus und Öffnungen im Bereich der Wirtschaft und der Gesellschaft betrifft. Und dann war es nicht so einfach, da wieder zurückzufinden als Gesamtgesellschaft. Ich glaube, da ist eine positive Wende in Österreich eingetreten zu dem Zeitpunkt, als wir auch sichtbar machen mussten, wohin diese Entwicklung führt im Bereich der Spitäler. Als wir gesehen haben und als die Mediziner und Medizinerinnen dagestanden sind und ihnen präsentiert haben, die Zahlen, was das für den intensivmedizinischen Betreuungsbereich bedeutet, wie schnell ein derartiges, hochqualifiziertes Gesundheitssystem wie das österreichische auch an seine Grenzen kommen kann und dass wir deswegen reagieren müssen. Also mein Eindruck ist, da ist schon wieder ein Ruck durch die österreichische Gesellschaft durchgegangen und wir merken das ja, wenn wir uns die Entwicklungen der Zahlen von Mitte November bis jetzt ansehen, dann sind wir haben einen Peak von über 9000 Neuinfektionen pro Tag gehabt. Wir haben einen Peak von über 700 besetzten intensivmedizinischen Betten gehabt. Das heißt, da sind wir überall dramatisch runtergekommen. A, das ist ein Erfolg, aber B, dieser Erfolg reicht nicht. Das ist immer, ich glaube, Sie haben es zuerst formuliert, das ist eine tägliche Herausforderung. Es ist nie etwas Statisches im Bereich der Pandemie. Wenn du glaubst, heute, du hast die Geschichte im Griff, kommt morgen eine neue Nachricht, die dich beunruhigt und die eine neue Dynamik reinbringt. Das heißt, dranbleiben und deswegen werden wir die Pläne für die nächsten Wochen auch sehr vorsichtig aufstellen, sehr vorsichtig und vor allem diese beiden Punkte auch mit integrieren in diese Pläne, von denen ich am Beginn, was diese Mutationsfragen betrifft, gesprochen habe, nämlich einerseits diese Kontrolltätigkeiten deutlich noch zu intensivieren und auszubauen, also den Lichtkegel zu verbreitern, damit wir mehr sehen, was in der Dunkelheit vor sich geht, Punkt eins. Und zweitens diese Einreisefragen, Landeverbot UK bzw. Republik Südafrika aufrechterhalten und damit auch einen zweiten Bereich der Sicherung verankern. Vielen herzlichen Dank. Herr Weber kommt mit dem Mikrofon in die zweite Reihe. Bitte sehr. Gerade anschließend daran, was Sie gesagt haben, die Einreisebeschränkungen, Sie haben es vorhin auch in Ihrem Statement erwähnt, das soll ja kommen jetzt heute oder die nächsten Tage, haben Sie es ausformuliert. Kann es sein, dass da auch noch mehr dazu kommt, dass man Länder, wo beispielsweise diese neue Virusmutation gehäuft vorkommt, auch auf diese Listen setzt? Können Sie uns da schon eine Vorschau drauf geben? Wird es da auch Verschärfungen geben, was diese Länder anbelangt, damit sich Menschen vielleicht darauf einstellen können? Und eine zweite Frage zum Thema Impfen und zum Thema, wie denn der Impfstart jetzt nach vorne geschoben wurde. Vielleicht haben Sie es gesehen, da hat eine Sprecherin vom Hans-Peter Doskozil gestern auf Twitter ein bisschen was Längeres dazu geschrieben und gemeint, sie wurden am Dienstagvormittag vom Bundeskanzleramt darüber informiert, sozusagen, dass sie ja relativ schnell abklären sollen, ob man am Freitag schon testen kann, beziehungsweise so ein bisschen eine Anweisung in die Richtung. Das klingt ein bisschen so, als ob das Bundeskanzleramt jetzt eine Sektion vom Gesundheitsministerium wäre. Ist das die Teamarbeit, die Sie da immer viel beschwören? Oder ist das ein Alleingang vom Bundeskanzler, von dem Sie überhaupt nicht informiert waren?
Also zum zweiten Punkt, weil der ist natürlich vom politischen Unterhaltungswert immer der größere. Wenn das Bundeskanzleramt zu einer Sektion des Gesundheitsministeriums werden würde, das wäre sehr despektierlich dem Bundeskanzleramt gegenüber. Selbstverständlich nicht, sondern wir haben eine Grundverantwortung im Bereich des Gesundheitsministeriums und selbstverständlich ist das eine Gesamtherausforderung für die gesamte Bundesregierung. Und dass da der Regierungschef sich ganz zentral und wesentlich einbringt, das ist gut und richtig und das ist von mir auch immer begrüßt worden. Wir haben immer am Beginn vor diesem breiten Ausrollen zwei Vorhaben gehabt, nämlich erstens diese Pilotphase, um zu sehen, wie funktioniert es und was braucht es an zusätzlichen Nachjustierungen, auch was ist die Frage, wie wird die Impfung angenommen? Gibt es Nebenwirkungen leichter Natur? Wie stark sind das Einzelfälle etc. etc. Das ist eine sehr, sehr wichtige Startphase gewesen. Ein derartiges großes, das größte Impfprogramm Österreichs, das wir bisher durchgeführt haben, nicht professionell vorzubereiten mit einer derartigen Pilotphase, das hielte ich für fahrlässig. Und dann war klar, und wir haben auch ein Schreiben in etwa zum selben Zeitpunkt, Montag oder Dienstag, ich weiß das jetzt nicht mehr genau, rausgegeben, dass wir die Länder ersuchen, jetzt verstärkt vorzuziehen. Das heißt, wir haben das beide realisiert. Aber ich halte das grundsätzlich für ein eher, wie soll ich denn sagen, eine spannende politische Übung aus Ihrer Sicht, aber für die Infektionsbekämpfung und für die Pandemiebekämpfung ist das völlig gleichgültig. Denn dem Virus ist es völlig wurscht, von wo eine Maßnahme kommt. Hauptsache ist, dass sie kommt und dass es gut abgestimmt ist. Und ich kann noch einmal versichern, wir machen das wirklich in einer guten Teamarbeit. Und alle Verordnungen, alle Schritte etc. etc. sind gemeinsam erarbeitet, werden gemeinsam umgesetzt und deswegen tragen wir selbstverständlich auch gemeinsam die Verantwortung dafür. Was die Einreiseverordnungen betrifft, ja, da sind wir in einem laufenden Screening. Das werden wir in den nächsten Tagen auch noch einmal machen. Nicht nur was die Mutationen betrifft, sondern vor allem auch ganz stark auf Basis der 7-Tages-Inzidenzen, die wir in Europa und vor allem im Bereich der Nachbarstaaten sehen. Sie haben ja auch diese Entwicklungen gesehen, die derzeit recht dynamisch sind. Das wird routinemäßig bei uns gescreent, durchgecheckt und dann wird entschieden, ob es hier Zusatzmaßnahmen braucht oder nicht. Dafür bekanntlich momentan nur, wenn man einen triftigen Grund hat. Jetzt gibt es aber immer wieder Bilder von den Malediven oder anderen schönen Urlaubsdestinationen. Wie ist denn das jetzt genau, beziehungsweise was passiert, wenn jemand jetzt tatsächlich das mutierte Virus nach Österreich einschleppt? Da gibt es Juristen, die meinen, da würde sogar eine gemeingefährliche, fahrlässige Gefährdung vorliegen. Hätte das dann auch strafrechtliche Folgen? Und zweite Frage, heute gibt es Vorwürfe des Plagiatsjägers Stefan Weber, dass Ministerin Aschbacher Teil ihrer Diplomarbeit, dass das sich um ein Plagiat handeln würde und er sagt, ein Rücktritt als Ministerin wäre wohl unvermeidlich. Wie sehen Sie das? Sollten sich die Vorwürfe erhärten? Also zur ersten Frage. Wir haben recht strenge Einreiseregelungen und ich halte die auch für richtig. Die sind so streng, dass wir dort, wo es um sogenannte Risikogebiete geht, bei der Einreise, auch was die Rückreise betrifft, es Quarantänebestimmungen mit der Freitestmöglichkeit ab dem fünften Tag oder nach dem fünften Tag gibt. Also eine sehr strenge Regelung, die halte ich auch für richtig, die wird auch konsequent umgesetzt und wie bei jeder Regelung ist es so, wenn gegen die verstoßen wird, dann gibt es Sanktionen dafür und dann hat das Konsequenzen. Punkt 1, was den zweiten Punkt betrifft, ehrlich gesagt, wir sind mit der Steuerung dieser Pandemie durchaus beschäftigt als Gesundheitsministerium und ich habe jetzt nicht die Gelegenheit gehabt, mir den Sachverhalt der Kollegin Aschbacher anzusehen. Also bitte mit ihr klären, ist nicht mein Revier sozusagen und von daher entschuldigen Sie, dass ich da jetzt nichts dazu sagen kann, weil ich mir den Sachverhalt nicht ansehen konnte. Es wäre so ab 2 Uhr früh täglich Gelegenheit dazu, dass ich mir solche Dinge ansehe, aber da bevorzuge ich dann manchmal doch den Luxus des Schlafes. Gibt es noch Fragen? Ja, bitte. Thank you.
Ja, ich hätte noch eine Frage zur Priorisierung. Da wurde ja vom Impfgremium bereits vor Weihnachten ein ziemlich umfassendes Dokument publiziert, was auch auf Ihrer Website steht, wonach die Bevölkerung, ich glaube, in 7 oder 8 Risikogruppen eingeteilt wird. Es folgt dem Robert-Koch-Institut im Groben. Und da ist in der ersten Priorisierungsstufe ja schon von Anfang an neben Pflegeheimen und Hochrisikopersonal die 80-Plus-Jährigen, in der zweiten dann die 75-Plus-Jährigen, das Gesundheitspersonal, auch nach Risikogruppen eingeteilt und nicht global. Und irgendwie ist es in der ganzen Diskussion jetzt nach Weihnachten überhaupt nie auf diese Risikoeinteilung Bezug genommen worden. Wird man dieser folgen und genau in diesen Risikostufen die Bevölkerung und auch das Gesundheitspersonal abgestuft impfen? Ja, das wäre die Danke Frage. Danke für diese Frage, weil es eine wichtige Aufklärungsfrage ist. Sie finden bei uns auf der Homepage auf www.sozialministerium.at, kurze Werbeanschaltung, finden Sie zwei große Dokumente neben vielen anderen, aber zur Frage der Impfstrategie. Einerseits diese Empfehlung, die von Seiten der Impfkommission der Nationalen vorgelegt wurde. Was beinhalten die? Genau das, was Sie formuliert haben, eine sehr klare Strukturierung, sehr präzis. Da ist die Vorgabe, das sind die medizinischen Empfehlungen. Für die Umsetzung einer Impfkampagne muss ich aber andere Faktoren auch mit berücksichtigen, nämlich zum Beispiel die Frage, welcher Impfstoff ist zum Beispiel von denen, die jetzt bereits zugelassen sind, für welche Bevölkerungsgruppe aus diesen Prioritätenreihungen geeignet? Wo haben wir Vorzüge, wo haben wir Nachteile? Wo haben wir frühere oder spätere Lieferungen dieser geeigneten Impfstoffe, auch abhängig von der Struktur, wer verimpft? Wir wissen ja, dass die dezentrale Einsetzbarkeit auch abhängig ist von der Frage der Performance sozusagen oder der Rahmenbedingungen des Einsatzes des einzelnen Impfstoffes. Heißt, ich kann einen einzelnen Impfstoff, der nicht an bestimmte Temperaturvoraussetzungen gebunden ist, leichter einsetzen, auch im dezentralen Bereich, auch in der Einzelvergabe, als einen, der sehr geschützt verwendet werden muss, auf 78 Grad zu lagern und sehr rasch zu verbrauchen, ist ein spezifisches Erfordernis. Das heißt, in der Gesamtimpfstrategie, das zweite Dokument, sind diese Punkte möglichst bereits berücksichtigt. Und daraus hat sich ergeben ein Impfplan, den wir laufend anpassen an die Realsituation. Was meine ich damit? Indem wir jetzt vor 2 Tagen die Zulassung des zweiten Impfstoffes gekriegt haben, hat sich, das haben wir vorausgesehen, davon sind wir ausgegangen, Moderna war keine große Überraschung, dass das zu diesem Zeitpunkt erfolgt. Aber ich sage Ihnen ein anderes Beispiel, AstraZeneca, da gibt es noch bestimmte Fragezeichen, wann wird die Zulassung tatsächlich in Europa kommen. Und dadurch kann sich etwa ein Impfplan wieder verschieben im Detail, weil ich abhängig bin von den Genehmigungsschritten und von den Lieferzeithorizonten. Die Moderna Lieferzeitpunkte haben wir dann in der Folgenacht erhalten, also unmittelbar nach der offiziellen Zulassung durch die EU-Kommission. Also enorm schnell, die Firmen agieren höchst professionell und das ist sehr, sehr erfreulich, aber das kann Auswirkungen auf den Impfplan und auf die Abfolge haben. Also so ist das Verhältnis der beiden strategischen Papiere zu verstehen. Wenn jetzt davon gesprochen wird, dass jetzt doch die 80-Plus-Jährigen schon im Jänner geimpft werden, kann es ja nur ein Messenger-RNA-Impfstoff sein und eben nicht der AstraZeneca. Also das heißt, die wären sehr wohl mit dem jetzt verfügbaren Impfstoffen, die wären sie, obwohl sie dezentral zu impfen sind, auch erreichen dann. Ja, wobei es eine Organisationsfrage ist, mache ich jetzt sozusagen eine Impfinitiative hin in Richtung dieser Gruppe. Ich habe bereits gesagt, das wird schrittweise erfolgen, also nicht alles gleichzeitig erfolgen können, je nachdem, wie viel Impfstoff für diese Gruppe konkret vorhanden ist, neben den anderen Risikogruppen, die wir als Priorität definiert haben. Und dann wird die Frage sein, ist das sozusagen eine Gruppe, ich habe es am Beginn kurz formuliert, die etwa bettlägerig ist, mobilitätseingeschränkt dadurch ist, dann habe ich eher Einzeldosen, die verimpft werden. Da brauche ich, habe ich eine andere Gesamtsituation. Oder sind das Menschen, die mobil sind oder in einem Seniorenheim zum Beispiel wohnen,
also weniger Pflegebedarf haben. Und dort kann ich in der Institution wieder impfen. Und damit habe ich einen leichteren Einsatzbereich für Impfstoffe, die etwas empfindsamer sind, was die Transport- und die Kühlsituation betrifft. Danke. Frau Greiner nochmal. Kurze Frage noch zum aktuellen Thema. Die EU hat 300 weitere Dosen bei BioNTech bestellt. Die sollen, ich glaube 75 Millionen sollen bereits im ersten Quartal 2021 zur Verfügung gestellt werden. Was bedeutet das für Österreich? Wie sehen Sie das? Das sind keine neuen Fakten. Faktum ist, dass der Vertrag jetzt offiziell abgeschlossen wurde und das ist gut so. Damit zeigt die Europäische Union auch, dass sie sehr, sehr schnell ist, dass sie sehr konsequent ist und dass wir wirklich davon profitieren, Teil dieser Europäischen Union zu sein und Teil dieses gemeinsamen Beschaffungsprogrammes zu sein. Ich versuche das immer wieder hervorzuheben, weil was wäre die Alternative? Die Alternative, und das war ja schon eine Grundintention einzelner Mitgliedstaaten in Europa, wären nationale Alleingänge gewesen. Das wäre ganz schlecht gewesen für alle, gerade auch für kleinere Staaten wie für Österreich. Da bin ich sehr froh darüber. Und die EU-Kommission inklusive auch der Kontrollgremien machen einen ganz hervorragenden Job, weil es da Kritik gegeben hat. Ich finde, dass das sehr beachtlich ist, dass die Marktmacht Europas sehr gut eingesetzt wurde, was das Beschaffen betrifft. Unser Problem und unser Thema in Österreich und darüber hinaus in allen Mitgliedstaaten, das sind ja gemeinsame Beschaffungsprogramme mit gemeinsamen Größen, wo dann nach einem bestimmten Prozentschlüssel im Regelfall die Zulieferungen national aufgeteilt werden. Österreich hat knapp 2% dieser Zulieferungen und so entstehen die entsprechenden Tranchen, von denen wir Ihnen immer dann auch wieder berichten. Diese Zahlen, von denen wir da jetzt heute berichtet bekommen, die sind in unserer Konzeption grundsätzlich bereits integriert. Und zwar vor allem dort, wo es um frühe Lieferungen geht. Ein Teil dieses Paktums, und das ist besonders wichtig, es geht ja nicht um die Quantitäten, sondern es geht um das Tempo. Ein Teil dieser Quantitäten, dieser Lieferungen ist geplant, dass sie bereits sehr frühzeitig in den nächsten Monaten nach Europa kommen. Und das ist für uns jetzt ganz besonders spezifisch interessant. Und deswegen sind wir ja bei der Berechnung unserer Anteile und Gesamtmengen von BioNTech Pfizer bereits von einer deutlichen Erhöhung für das zweite Quartal ausgegangen, weil wir damit rechnen, dass wir knapp 1 Million zusätzlich aus diesen Nachoptionen, die fixiert wurden, nach Österreich holen werden. Das ist ein sehr guter Schritt, sowohl was die Gesamtquantität betrifft, aber vor allem was den Teil betrifft, der für das zweite Quartal zugesagt ist. Vielen herzlichen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Nein, dann bedanke ich mich sehr herzlich, wünsche einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende.